Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen beim Food Haul. Ich war beim Aldi und beim Penny und habe viel eingekauft. Also ich glaube, ich würde das auch echt mal ein XXL Haul nennen. Ich habe auch viel ausgegeben. Leute. Beim Aldi habe ich ausgegeben 57,90 Euro und beim Penny 58,25 Euro. Preise findet ihr wie immer unten. Mir fällt gerade auf. Scheiße. Ihr wollt ja auch einen Essensplan haben, ne? Ich hänge noch ein bisschen hinterher. Also ich habe was aufgeschrieben, aber ich habe das irgendwie noch nicht richtig fertig gemacht. Aber na gut. Ich rutsche mal auf diese Seite. Ich packe hier trotzdem einen Essensplan rein, aber jetzt muss ich gerade in dieser Sekunde kurz überlegen. Also heute ist Montag, wie immer. Wie meistens. Es gibt heute Abend eine Paprika-Hackpfanne mit Reis. Das ist was relativ Improvisiertes, behaupte ich mal. Ja. Dann gibt es morgen. Genau, morgen gehen wir bei meiner Mama grillen. Da habe ich auch ganz viele Grillsachen da liegen. Da hinten. Ich hoffe, das stürzt nicht ein. Genau, morgen kommt meine Mama nämlich von der Reha endlich wieder und dann grillen wir bei ihr ganz schön. Und Mittwoch, würde ich behaupten, gibt es dann vielleicht Köttbullar. Ja, könnte man machen. Dann vielleicht am Donnerstag Ofenkartoffeln. Habe ich letzte Woche nicht gemacht, schon über mein Haupt. Ofenkartoffeln mit ein bisschen Fleisch dazu. War das Donnerstag? Ja, Donnerstag. Freitag gibt es Gulasch. Aber so ein, also mit, ich glaube Hähnchen oder Pute habe ich da. Ich glaube Pute, so ein nachgemacht, also so ein Abklatsch sozusagen. Genau, das gibt es Freitag. Samstag gehen wir zur Mayday und da werden wir auf der Mayday essen. Genau, in Dortmund, das ist so eine Techno-Veranstaltung, eine geile, wo wir schon seit 2 Jahren Tickets für haben und da freuen wir uns riesig drauf. Und dementsprechend wird es Sonntag, glaube ich, Fastfood geben. Oder ich weiß nicht, wir werden irgendwas ordern oder Reste essen oder weiß ich nicht was. Deswegen, diese Woche ist nicht ganz so viel geplant. Deswegen rutsche ich auch hier wieder her. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch, dass ihr nicht schon wisst, was ich Sonntag mir bestellen werde. Das weiß ich nämlich ja selber noch nicht. Genau, wir haben hier ganz, ganz viele Sachen. Ich habe mit Absicht die Fleischpackung da hinten hingepackt und arbeite mich hier so durch, dass die am Ende sind. Dass wer da ein Problem mit hat, mit der Menge oder der Art des Fleisches, was ich kaufe, der dann einfach abschalten kann und sagen kann, okay, ciao, Kakao. Ich glaube, so ist das für alle am besten. Dann könnt ihr trotzdem gerne meinen Food Haul mitgucken, da würde ich mich sehr freuen. Aber, ja. Gut, außerdem möchte ich gerne eine Unterhaltung anregen unter diesem Food Haul. Und zwar nicht über das Thema Fleisch oder über das Thema Kuhmilch oder über das Thema abgepackter Kartoffelbrei, sondern über mein Outfit. Leute, das dürft ihr mal kommentieren. Ich räume mal diesen Stuhl beiseite. So sehe ich aus. Ich habe meine schwarze Jeans heute an. Hier ist dieses blaue Top. Und dann habe ich hier so ein Cropped-Pulli-Teil an. Wie findet ihr das? Sieht das komisch aus? Also zumal ich nicht so einen geilen BH anhabe, sonst würde das vielleicht so aussehen. Ja, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Einfach, um auch mal hier ein anderes Thema reinzubringen und nicht immer nur das Gleiche. So, und jetzt geht's aber endlich los. Wir fangen an, wie immer eigentlich, in dieser Ecke mit Brot. Ich muss sagen, dass ich bei dem Einkauf schon versucht habe, günstigere Lebensmittel zu wählen, weil im Moment ja echt alles super teuer ist und ich versuche so ein bisschen zumindest darauf zu achten. Bei einigen Sachen nicht, aber bei einigen halt, ja, schon. Genau, ich habe Toastbrot wie immer mitgenommen, das Sandwich Toast. Das habe ich vom Penny gekauft, weil das von Aldi uns halt nicht so gut schmeckt. Vom Aldi habe ich aber dieses Milde mitgenommen. Das ist ja ganz lecker. Und dann kommen wir hier zur kleinen, aber feinen Obst- und Gemüseabteilung. Ich habe mitgenommen irgendwas Ekliges. Eine Zucchini für unsere Ofenkartoffeln. Da wollte ich auch ein bisschen Ofengemüse dazu machen, glaube ich. Und ich habe richtig Bock auf Zucchini. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinpacken soll, wenn ich fertig bin. Ja, das so überfüllt ist. Dann habe ich Äpfel mitgenommen, wieder so ein 6er-Ding. Das sind Braeburn-Äpfel diesmal. Die gab es beim Aldi, genauso wie die Zucchini.
Die Paprika, zwei rote, habe ich auch von Aldi. Da wollte ich halt die Dings mitmachen, die Paprikapfanne heute Abend. Und vielleicht kommt noch ein bisschen was in meinen Gulasch. Ganz sicher kommt noch ein bisschen was in meinen Gulasch. Und dann habe ich noch eine Kiwi für den Kleinen, die muss aber noch ein bisschen reifen, glaube ich. Ich bin nicht so der großartige Kiwi-Esser, aber die fühlt sich, glaube ich, noch ein bisschen hart an. Und dann habe ich noch eine Gurke mitgenommen. Bei der Gurke, die werden wir vermutlich fürs Grillen mitbenutzen. Da wollte ich vielleicht einen kleinen Gurkensalat machen. Mal gucken. Und ansonsten halt pur. Dann habe ich einmal Margarine mitgenommen. Wir haben eigentlich noch welche, aber ich will einen Kuchen backen, wo ich relativ viel Margarine brauche. Und deswegen sicherheitshalber nochmal eine mitgenommen. Und dieser Kuchen wird eine Friesentorte. Und die Friesentorte ist normalerweise mit Pflaumenmus. Ich mag keinen Pflaumenmus und auch, glaube ich, niemand aus meiner Familie so wirklich. Und wir haben das beim letzten Mal mit roter Grütze gemacht, deswegen habe ich jetzt hier so einen Pott rote Grütze mitgenommen. Meine Mama kommt ja, wie gesagt, morgen wieder, also Dienstag. Wenn ihr das Video seht, ist sie schon wieder da. Und sie liebt diese Torte und macht die auch an Weihnachten manchmal. Und wir tun immer so, als wenn es das Schlimmste auf der Welt wäre, diese Torte zu essen und ärgern sie immer damit. Und ich habe gedacht, es wäre vielleicht was Süßes, wenn ich ihr ihre liebe Torte mache, wenn sie wiederkommt. Also schlecht schmeckt die ehrlich gesagt gar nicht. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das hinkriege. Also das wird heute noch irgendwie eine kleine Herausforderung für mich. Aber gut. Dann habe ich Reis mitgenommen von Bonnerie, diesen Kochbeutelreis. Zwei Pakete, weil ich ja neulich festgestellt habe, dass sie relativ klein sind, die Beutel. Und ich finde es, glaube ich, ganz cool, wenn ich zwei habe. Ich kann mir zur Not ja einen in den Keller packen auf Reserve. Und ja, ich habe in letzter Zeit die Reserve aus dem Keller so ein bisschen aufgebraucht. Kartoffelpüree habe ich wieder mitgenommen. Eigentlich, wenn ich Kartoffelpüree mache, mache ich den selbst. Habe ich auch schon öfter gesagt. Aber es ist halt immer nice, so einen zu haben. Wir haben jetzt am Freitag zum Beispiel Fischstäbchen gegessen, die Kinder und ich. Weil freitags ist ja immer so ein bisschen unser Fischstäbchentag. Und halt Erbsen und Möhren. Also so ganz einfaches, olles Kinderessen. Und dann habe ich halt diesen Kartoffelbrei dazu gemacht, weil es halt schnell ging und weil die Kinder das ab und zu mal gerne möchten. Weil sie es halt von ihrer Mama auch kennen, dass es diesen Kartoffelbrei gibt. Und Noel regt sich immer auf, warum bei mir Stückchen drin sind. Weil ich mit Absicht so ein paar Stückchen drin lasse, weil ich es ganz geil finde. Das findet er immer blöd. Und deswegen gab es halt den. Und weil ich Köttbullar machen möchte, dachte ich auch, cool, dann nehme ich den auch mit, weil der ist halt so cremig im Gegensatz zu meinem. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen die richtige Note. Hat so ein bisschen Ikea-Style dann, dieser Kartoffelbrei, wenn ihr wisst, wie ich meine. Dann gab es Nudeln beim Aldi und beim Penny. Ich hätte am liebsten diverse Pakete mitgenommen, aber ich war echt zivilisiert. Ich habe beim Aldi mitgenommen Fusilli und Penne, einfach weil da oben ist mein Nudelregal und es ist fast leer. Ich glaube, ich habe meine Lasagneplatten, Suppennudeln und Spaghetti. Und eigentlich habe ich ganz viele extra diese Eidgenossen mir geordert, damit ich alle Nudeln da schön ordentlich drin habe und von allem ein bisschen. Ja, wenn es keine Nudeln auf dem Markt gibt, ist halt blöd, ne? Also gibt es diese beiden Packungen, damit ich die das auffüllen kann. Und für mein Gulasch gibt es halt dann auch Nudeln dazu. Und von Penny habe ich diese hier. Wie heißen die? Korkzieher. Nicht Korken? Okay. Korkzieher-Nudeln. Ja. Die haben halt eine etwas größere Packung. Da kann ich dann in so einen großen Eidgenossen reinpacken. Ja, finde ich richtig gut. Dann die bereits angesprochenen Köttbullar. Circa 35 Stück steht hier drauf, was ja eine gewisse Menge ist. Und die kosteten, glaube ich, 2,99 €. Und wenn ich bedenke, wie viel das ganze Fleisch gekostet hat, denke ich so, oh, okay, wir essen den einen Tag einfach Köttbullar. Es ist einfach günstiger, wenn man sowas kauft, statt frisches Fleisch. Und ja, es ist einfach so. Außerdem habe ich schon ewig keine Köttbullar mehr gegessen und freue mich richtig drauf. So, dann habe ich noch einmal Hühnerfrikassee mitgenommen für den Mann. Der mag das nämlich ab und zu mal ganz gerne. Und wir haben keins mehr da. Er sagt immer, das muss man doch da haben. Hatten wir nicht mehr. Dann habe ich 10 Eier mitgenommen. 2 Packungen Sahne für die Torte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich 2 brauche oder 3, aber eine habe ich auf jeden Fall noch. Das ist gut. Werde ich gleich erstmal in den Kühlschrank stellen, damit die schon mal schön kalt wird. Ich glaube, dass ich den Teig und alles vorbereite heute und morgen Vormittag dann die Sahne vorbereite. Ich glaube, sonst, wenn ich das heute alles schon fertig mache, ist das, glaube ich, nicht so gut. Dann habe ich noch einmal Butter mitgenommen und
Die brauche ich auch, glaube ich, zum größten Teil für den Kuchen. Weil der halt auch mit so Streusel, das ist ein Streuselteig irgendwie und das ist ja dann mit viel Butter. Genau. Dann gab es noch einmal Hirtenkäse. Der ist für unser Grillen morgen Abend. Wir machen das immer sehr gerne. Alufolie und dann ein bisschen Öl, ein Feta, ein bisschen Zwiebel, Tomate, Paprika, Gewürze, Kräuter und so. Und dann ab auf den Grill. Yummy. Ja, und ich wollte meine Mama überraschen, dass es das dann halt auch morgen gibt. Weil das machen wir halt nicht immer, sondern nur ab und zu. Und ich habe gedacht, oh, das ist ein feiner Anlass, um sowas zu machen. So, dann haben wir ein bisschen Wurst. Und zwar Leberwurst einmal, diese feine in diesem Töpfchen. Die hatte ich ja neulich schon mal und fand es einfach ganz geil. Ich habe ab und zu mal so einen richtigen Hieper auf Leberwurst und Teewurst. Dann habe ich hier so ein paar Scheiben Krustenbraten mitgenommen für den Mann. Kann er jetzt die Tage über mit zur Arbeit nehmen. Das ist ganz gut. Dann habe ich mitgenommen Schinken-Zwiebel-Mettwurst, die fettreduzierte, noch aus Weight Watchers Zeiten. Einfach, um mal wieder ein bisschen Mett zu haben. Abgepackt. Also das frische Mett ist natürlich das allerbeste, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber da ich nicht weiß, wann wir das wie essen, muss ich immer gucken, wie lange das haltbar ist und dass es in kleinen Portionen abgepackt ist. Am Wochenende weiß ich nicht, wie das ist, wann wir zur Mayday fahren und so weiter, deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Dann habe ich einmal Fleischwurst mitgenommen, weil ich die geil finde, lecker finde, wie auch immer. Nein, ich möchte gerne, ich wollte diese Woche eigentlich irgendwann Blätterteigtaschen machen, fällt mir gerade ein. Dafür ist auch die Fleischwurst. Mal gucken, ob ich das noch irgendwo einbaue oder ob ich es sein lasse. Genau, dafür ist die Fleischwurst und dafür habe ich auch Blätterteig mitgenommen. Einmal von Penny und einmal vom Aldi. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der vom Aldi teurer war. Weiß ich nicht. Schreibe ich euch ja hier rein. Aber schadet ja auch nicht, Blätterteig zu haben. 11.05. und 18.05. ist ja auf jeden Fall auch noch eine Weile gut. Dann habe ich noch eine Geflügelmortadella mitgenommen. Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, sowas. Das war so meine Wurstausbeute. Dann habe ich tatsächlich mir Fixtüten mitgenommen. Schande über mein Haupt. Und zwar tatsächlich auch die günstigen vom Aldi, von Le Gusto. Ich habe noch nie oder fast nie günstige Fixtüten gehabt. Fix für Gulasch, weil ich das super einfach finde, wenn man das Fleisch anbrät, dann das Wasser, Zwiebel und Paprika und dann ist das fertig. Ich wollte es mir da so einfach wie möglich machen. Dann habe ich gerade festgestellt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wollte Creme Légère mitnehmen und das hier ist halt Creme Légère mit Kräutern. Oh, warum denn? Und das soll in die Torte. Jetzt denke ich mir so, nein, 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 nein. Ich hoffe, dass mein Papa heute nochmal unterwegs ist, dass ich dem sagen kann, der soll mir das bitte nochmal ohne Kräuter mitbringen. Oh, ich habe nämlich gar keine Lust, eigentlich nochmal loszufahren. Aber gut. Oh, ätzend. Dann kommen wir zu ein paar Joghurts und Co. Ich habe mitgenommen, was relativ wenig an Joghurt war, muss ich sagen. Ich habe mitgenommen dreimal diesen Sahne-Joghurt-Erdbeere von Mesani. Der ist ja immer für den Mann. Genauso wie diese Milchmäuse-Puddinge. Die sind ja auch mal ganz niedlich für ihn. Und dann habe ich mitgenommen von Penny einmal diese Fruchtzwerg-Riesen oder Fruchtriesen. Da hat so ein Viererteil 1 Euro gekostet. Das fand ich ganz gut. Und ich merke gerade, dass das relativ wenig ist für unseren Verbrauch. Aber gut, ich hatte irgendwie auch keine Lust, noch mehr mitzunehmen. Dann habe ich mitgenommen wieder 5 Minuten Terrin. Im Schrank stehen, glaube ich, noch 2. Und einfach wieder auf Reserve. Er nimmt die jetzt ja immer mit. Ich weiß nicht, wie lange er das aushält, dass er jeden Mittag 5 Minuten Terrin isst. Aber gut. Ich habe auf jeden Fall 2-mal Spaghetti Bolognese mitgenommen. Wieder von Theas Beste, das ist ja die Eigenmarke von Penny. Und 2-mal Nudeln in Rahmsoße. Ja. Und dann habe ich immer noch so einen anderen Pot besorgt von Cup Noodles, Tasty Chicken. Das ist halt sowas. Keine Ahnung, ich bin da nicht so der Fan von. Aber wenn es nach mir ginge, muss da auch echt kein Fleisch und so drin sein. Das, sowas darf gerne vegetarisch sein. Wow. Aber gut, das soll er mal ausprobieren. Und ja, dann kann er ja berichten. Dann habe ich mir einen Sack Zwiebeln gekauft. Der kommt direkt da unten hin. Und einen Sack Kartoffeln. Ich sehe schon, das war eine schlechte Entscheidung. Die sieht an einigen Stellen schon ein bisschen traurig aus.
Aber gut, ich habe noch keine Kartoffeln gepflanzt. Von daher, wenn die Kartoffeln da mir nicht gut gefallen, dann werden die aufgeschnitten und eingebuddelt. Also haben die noch eine Verwendung. Dann habe ich Schokocornflakes gekauft. Weil ich die ganz lecker finde. Nicht, weil die Kinder die lecker finden. Und ich das immer cool finde, wenn man auch was da hat, was auch die Erwachsenen mögen. Und nicht immer nur Cineminis. Cineminis sind toll. Die liebt, glaube ich, jeder. Aber ja, man will auch nicht immer nur Cineminis haben. Und eigentlich frühstücke ich ja immer andere Sachen. Aber manchmal habe ich halt auch Bock auf Cornflakes. Und dann wäre es cool, wenn es da ist. Dann war meine Schokolade, Milka, Schoko und Keks. Diese große war im Angebot. Ich glaube für 1,77 oder so. Ja, habe ich mir auf jeden Fall wieder mitgenommen. Esse ich in letzter Zeit wieder gerne. Es gibt so Phasen, wo ich sie super gerne esse und dann auch viel davon esse. Also viel von einer Tafel. Und dann gibt es Phasen, wo ich sie überhaupt nicht brauche und überhaupt nicht vermisse. Also mal so, mal so. Dann habe ich einmal Puffoletti mitgenommen. Diese Bio-Puffoletti von Aldi. Und das sind die, die meine Tante neulich hatte und für den Kleinen gekauft hat. Ja, Salz. Da ist Salz mit dran. Ist egal, die sind super lecker. Die mögen auch Mia und ich sehr gerne. Und ja, ich finde es immer ein bisschen blöd, dass es eine große Tüte ist. Und aber wenn alle die gerne mögen, hält die nicht so lange. Also, jo. Dann war Haribo reduziert. Da habe ich jetzt eine Tüte Cola-Flaschen für den Mann mitgenommen, weil ich weiß, dass er die sehr gerne mag. Ich hätte auch gerne Goldbeeren mitgenommen, aber da gab es nur welche mit irgendwie sauer oder diese Fruchtgoldbeeren oder Saftgoldbeeren. Ich wollte ganz normale. Hauptsache, meine Speicherkarte war gerade voll. What? Und jetzt habe ich gerade ein Video gelöscht und hoffe insgeheim, dass ich nicht das gelöscht habe, was ich gestern gefilmt habe. Oh Mann, Alex. Oh Mann. Die Welt ist gespannt. Ich habe hier auf jeden Fall Mauarm gekauft. Ja, einfach, weil ich glaube, dass ich das cool finde, wenn wir die mitnehmen können zur Mayday und unterwegs ab und zu mal einen snacken können. Habe ich irgendwie Lust zu. Dann war beim Penny Soft Lahn im Angebot. Da habe ich zwei Flaschen. Eigentlich kaufe ich immer mehr Flaschen davon, aber ich habe gedacht, okay, fangen wir mit zwei an. Vanille Orchidee, ich liebe es. Und ich habe gerade gar keinen Weichspüler mehr. Und deswegen durften zwei mit. Dann gab es für, ich glaube, 1,11 Euro pro Schale Erdbeeren. Und die sehen ganz lecker aus eigentlich. Ja, die riechen auch ganz lecker, da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, der Kleine wird sich auch freuen. Der mag ja Erdbeeren auch sehr gerne. Das wird richtig lecker. Und dann gehe ich mal hier rüber. Jetzt kommt das Thema Fleisch gleich. Ich habe keine Lust, das Ganze ans Ende zu packen. Also ich werde es gleich einmal durchzeigen und dann kommen aber noch Getränke und so. Ich habe einmal hier so ein Ciabatta-Brot mitgenommen fürs Grillen. Das ist eigentlich immer ganz lecker und ich habe auch nur eins mitgenommen, weil die Konstellation, in der wir sind, die ist nicht so viel Brot. Wir sind ohne die Kinder. Dann für meinen Haushalt für diese Woche habe ich einmal hier so ein gemischtes Hackfleisch mitgenommen für die Paprika-Hackpfanne heute Abend. Dann habe ich einmal Mini-Filet, das war reduziert um 30% und Hähnchen-Mini-Steaks waren auch reduziert um 30%. Die habe ich mitgenommen, einmal für die Ofenkartoffeln einmal dazu und einmal für das Gulasch. Ich glaube, fürs Gulasch nehme ich Pute. Ja. Ich friere mir das, also ich kaufe mir gerne die reduzierten Sachen und friere mir das dann ganz gerne ein. Ihr wisst Bescheid. So, und jetzt kommt das Thema Grillen. Und da habe ich etwas mehr gekauft. Habe ich ja schon angekündigt. Also ich habe einmal Wurst gekauft. Und zwar diese Rostbratwurst. Normalerweise kauft man immer so längliche, dünne Wurst. Aber die habe ich vor ein paar Tagen gegessen. Und wir haben sie gegrillt, weil ich nur die hatte zum Grillen. Und das war echt lecker. Deswegen, ja, einmal die. Dann einmal Käsekreiner. Ich glaube, die findet meine Mama ganz cool. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, für meine Mama und mich. Das sind drei Stück. Dann Mini-Berner Würstchen, die finde ich, glaube ich, auch mein Bruder ganz cool. Dann habe ich einmal Hähnchen-Medaillons Paprika-Knoblauch mitgenommen. Hähnchen-Mini-Schaschlik-Paprika mit so ein bisschen Grünzeug dran. Dann gab es diese grobe Bratwurstschnecke, drei Stück, 30% günstiger. Und Puten-Steak-Paprika habe ich mitgenommen. So. Ich hoffe, das reicht. Also, wow, es wird reichen. Aber ich hoffe,
Das ist die Auswahl, mit der die Leute, die dabei sein werden, zufrieden sind. So. Dann, ich hoffe, meine Mama guckt das nicht. Mama, wenn du dieses Video guckst, schalte jetzt weg. Habe ich für meine Mama schon mal zum Muttertag von Lind Praline Nougat mitgenommen. Ich glaube, sie kriegt vielleicht noch einen Blumenstrauß oder so und dann ist es okay. Sie liebt den Muttertag und für sie ist das Wichtigste, glaube ich, dass man sich um sie kümmert, dass man sie wie eine Prinzessin oder wie eine Königin behandelt. Und ja. Dann gab es auch neben Nudeln auch Klopapier, Leute. Wahnsinn, oder? Ich habe Klopapier bekommen. Richtig gut. Mirko fragte schon, weil ich hatte beim letzten Mal so bunt rosanes Klopapier gekauft habe. Er sagt, was war eigentlich mit dem Klopapier los? Warum haben wir denn jetzt sowas? Ich sag, auch wenn es so aussieht, als wenn ich es mit Absicht gekauft hätte, weil es wunderschön ist. Nein, ich sag, es war die einzige Packung, die noch da war. Oh. Ich sag, also freu dich, dass du überhaupt Klopapier hast. Ne? So. Dann habe ich noch zweimal Durstlöscher Zitrone mitgenommen. Der war da für 49 Cent beim Penny. Und der ist manchmal ganz lecker. Einmal Lipton Ice Zero Peach. Der war beim Aldi und beim Penny nicht reduziert. Deswegen habe ich mir nur eine Flasche mitgenommen. Und diese Durstlöscher, ich trinke dann halt zwischendurch Wasser. Ja, okay. Also ich sehe es halt nicht, 1,39 € für Eistee zu bezahlen, wenn ich den auch manchmal für 79 oder beim Jawohl sogar für 49 Cent bekommen kann. Das sehe ich nicht ein. So nötig habe ich es dann doch nicht, den zu bekommen. Dann habe ich beim Penny Milch mitgenommen. 4 Pakete, 1,5er. Wir haben nämlich gar keine Milch mehr. Und dann ein bisschen Cola. Und zwar zweimal diese Vanilla Coke für den Mann. Da war auch nichts im Angebot, deswegen habe ich nur diese kleinen Mengen mitgenommen. Und einmal so ein Riesenbuddel. 2 Liter eine echte Cola. Da wird er mich verhassen, weil er hasst es, wenn man diese, ne, damit was einschenken muss oder so mit dieser Riesenbuddel. Aber ist mir egal. Und dann habe ich mitgenommen für meine Mama alkoholfreies Bier. So. Und ich wollte auch eigentlich noch einen alkoholfreien Hugo, aber da gab es gar nichts Alkoholfreies, außer dem Bier bei Penny. Ich muss also noch zum Edeka und jetzt fällt mir gerade ein, dann kann ich auch Creme Fraiche beim Edeka holen eigentlich, ne? Na, mal gucken. Auf jeden Fall gibt es beim Edeka, glaube ich, für 1,60 € oder so alkoholfreien Hugo und der ist echt lecker. Den hatten Mausi und ich vor ein paar Tagen schon mal getrunken und ja. Genau, das war mein Einkauf, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über ein Däumchen freuen. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.